Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Ich zeige euch heute ein super schönes XXL-Netztuch. Gehäkelt aus super schöner Wolle, die ihr hier seht. Fliederfarben, bisschen rosa drin, bisschen Gold. Mit einer großen Nadel ganz schnell und einfach gemacht in Stäbchen und Luftmaschen. Kann ganz flexibel getragen werden, ist ein großes Dreieckstuch, die große Seite über 2 Meter lang. Super, super schön. Ihr seht es hier, ganz, ganz stretchy, ganz flexibel, ganz locker gehäkelt. Und wie es genau geht, welche Wolle, welche Nadel ich verwendet habe, seht ihr natürlich alles jetzt. So ihr Lieben, los geht's mit der Wolle hier von Rico Design. Es ist ein Schal, den ich tatsächlich wieder aufgemacht habe und hier zusammengerollt habe. Ich werde ihn von innen häkeln, also dieses Knäuel. Deswegen habe ich hier auch den gelben Faden, der hier rauskommt. Farbverlaufswolle besteht aus 3 einzelnen Elementen, die nach und nach durchgewechselt werden. Also es geht von dem gelben Farbton hier rüber zu dem fliederfarbenen. Sehr, sehr schöner Verlauf drin und ja, die Wolle besteht zu 80% aus Polyacryl, zu 20% aus Wolle. Eigentlich ausgegeben für 6er bis 7er Nadeln. Ich häkel es ein bisschen größer mit der 8er. Und sie hat 250 Meter Lauflänge und 100 Gramm. Ja, los geht's. Und zwar starte ich mit einer Luftmaschenkette mit dem magischen Ring vorher. So, also magischen Ring nehmen und dann häkle ich eine kurze Luftmaschenkette und zwar 7 Stück. Mit 5 fange ich grundsätzlich jede Reihe an und dann kommen noch 2 für den Abstand dazu. So, also 7 Stück insgesamt gehäkelt. Die seht ihr hier. Und dann geht es hier direkt wieder rein und ich häkle ein Stäbchen. Stäbchen fertig, also 7er Luftmaschenkette, 5 und 2 für den Abstand und dann einmal zuziehen hier unten. So, und der erste Schritt ist erledigt. Super simpel. Dann geht es wie gesagt schon wieder mit 5 Luftmaschen los. 3 und noch 2 direkt dabei. 1, 2, einmal umdrehen und dann häkle ich die erste Masche, was die tatsächlich wieder ein Stäbchen ist. Also ich häkle immer Luftmaschen und Stäbchen. Hier direkt in die Masche des Stäbchens der Vorreihe. Hier ein Stäbchen hinein. Und das kann man sich ganz gut merken. Es sind immer Stäbchen und 2 für den Abstand. Ein Stäbchen hat grundsätzlich ungefähr die Höhe von 3 Luftmaschen. Also habe ich hier genau diese Kombination. 3 Stäbchen, Höhe von 3 Luftmaschen, Höhe von einem Stäbchen, dazu die 2 Luftmaschen, also diese 5er-Kombination. Dann nehme ich direkt wieder 2 Luftmaschen und komme hier in diesen Luftmaschenabschnitt. Dort steche ich einfach herum und häkle ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Luftmaschen und ein weiteres Stäbchen. Also, was habe ich in dieser zweiten Reihe gemacht? Ich habe hier 5 Luftmaschen gehäkelt, dann direkt das Stäbchen auf das Stäbchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen. Also am Anfang und am Ende Zunahmen. Und ich habe jetzt insgesamt 4 Stäbchen. Die sind aus den 2 geworden, die ich vorher hatte, wenn man hier diese Luftmaschenkette mit als Stäbchen zählt. Also aus 2 sind 4 geworden und weiter geht's mit der nächsten Reihe. 2, 3, 4 und Nummer 5 drehen und das erste Stäbchen häkle ich tatsächlich hier direkt auf das Stäbchen der Vorreihe. Stäbchen. Nach jedem Stäbchen 2 Luftmaschen und dann häkle ich hier Stäbchen auf Stäbchen wieder. Hier ist das nächste Stäbchen, in die Masche einstechen und ein Stäbchen drauf häkeln. 2 Luftmaschen nehmen und dann hier das nächste Stäbchen auf das Stäbchen häkeln. So, und die Reihe wieder abschließen. Nach dem Stäbchen natürlich wieder 2 Luftmaschen mit 2 Stäbchen hier hinten um die Luftmaschenkette herum. Stäbchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen. So,
Also, was habe ich in der dritten Reihe gemacht? Ich habe hier die 5er Luftmaschenkette gehäkelt, dann das Stäbchen, direkt auf das Stäbchen der Vorreihe, zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen und hier hinten um die Luftmaschenkette herum, Stäbchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen. Super simpel und aus den 4ern, die ich hier hatte, sind inzwischen 6 geworden. Also hier an den Seiten wird immer Zunahmen gemacht, in der Mitte bleibt es dann eben stabil und so kommen dann immer 2 dazu. Ich zeige euch jetzt die dritte Reihe noch, die vierte Reihe nochmal, die dritte hatten wir natürlich gerade. So, für die vierte Reihe wieder 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, einmal drehen, dann Stäbchen direkt auf Stäbchen häkeln, hier in die Masche einstechen dafür. Stäbchen, 2 Luftmaschen, dann hier wieder genau auf das Stäbchen einstechen. So, vorher einen Umschlag, Stäbchen auf Stäbchen. So, nach dem Stäbchen 2 Luftmaschen, Stäbchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen. 2 Luftmaschen, Stäbchen und hinten um die Luftmaschenkette herum natürlich nicht vergessen, 2 Stäbchen häkeln. Stäbchen, 2 Luftmaschen dazwischen und dann das zweite Stäbchen. Und dann sind hier aus den 6 Luftmaschen der Vorreihe eben inzwischen 8 geworden. 2, 4, nein. 2, 4, 6, 8, so richtig gezählt und so sieht es inzwischen aus. Wirklich super, super locker, super große Lücken dazwischen. Ein sehr, sehr schönes Netzmuster, was sich dann eben gleichmäßig fortsetzt. Ich werde es jetzt natürlich nochmal weiter häkeln und euch natürlich regelmäßig Updates geben. So ihr Lieben, hier kommt das Update für euch und ihr seht schon, es ist richtig, richtig schön groß geworden und ich habe jetzt hier auch einen Farbwechsel drin. Also ihr seht hier das komplett gelb und dann haben wir hier schon einen weiteren Faden dabei, beziehungsweise ist einer von den 3 gelben gegen einen rosanen ausgetauscht worden. Und ja, der gelbe Abschnitt hier natürlich von der gesamten Länge her, also was ich hier gehäkelt habe, von der Spitze ausgehend natürlich ein Stück größer. Dafür sind die Reihen dann natürlich mit den beiden Farben größer. Und hier haben wir dann den nächsten Farbwechsel. Da habe ich auch direkt einmal gestoppt. Hier kommt nämlich der nächste rosane Faden dabei. Ein weiterer gelber wird gegen einen rosanen ausgetauscht. Und ihr seht, das Ganze passiert auch einfach ohne Knötchen. Das Ganze wirklich sehr schön eben verbunden. Und ich häkel das Ganze jetzt noch ein ganzes Stück weiter. Inzwischen habe ich fast keine Wolle mehr übrig und das Tuch ist wirklich sehr, sehr schön groß geworden. Ihr seht es hier einmal, richtig schönes Volumen drin, super schön luftig und locker mit dieser großen Netzstruktur drin. Hier seht ihr so eine von den Waben, eines von den Löchern, sehr, sehr schön. Und hier auch nochmal der Farbverlauf eben von dem Gelbton rüber über das Rosa hin zu dem fliederfarbenen. Eine sehr, sehr schöne Kombination und jetzt zeige ich euch natürlich noch, wie das Ganze beendet wird. So, das hier ist der Rest Wolle, den ich noch übrig habe. Der hätte jetzt nicht gereicht, um eben noch eine komplette weitere Reihe zu häkeln. Die werden nachher dann doch sehr, sehr groß. Und ich mache es jetzt so, dass ich hier den Faden einfach kürze, einmal schneiden, dann hier rausziehen, anziehen und dann wird dieser Teil hier noch vernäht und ich habe nur einen anderen weiteren Faden zu vernähen und zwar ist das der Startfaden, den ich hier unten irgendwo finde, bestimmt. Großes Tuch, da haben wir ihn.
Genau, dieser hier muss vernäht werden, 2 Fäden zum Vernähen und das mag ich eben an diesen großen Knäulen immer super, super gerne. Super wenig Vernäharbeit, trotzdem super schöne Farbeffekte drin. Hier seht ihr es nochmal von dem Gelb eben rüber zum Flieder. Richtig, richtig schön sommerlich und ich hoffe natürlich, euch hat das Video wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss!